Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute eine Runde Xeniel, da es sich von sehr, sehr vielen Leuten gewünscht wurde. Xeniel meiner Meinung nach einer der besten Tanks im Spiel. Er hat extrem hohen Schaden, er kann extrem viel aushalten, hat eine Ultimate, die healen kann, die einen Movement Speed Buff gibt. Dazu kann er sehr gut Split pushen, über die ganze Map springen. Also dieser Held hat wirklich alles, was man braucht. Und jetzt viel, viel Spaß auf jeden Fall mit diesem Video. So, wir sind in-game mit Xeniel. Kaufen wir jetzt erst den Ring der Lebendigkeit. Wir wollen nämlich HP haben. Man kann die Armbrust am Anfang kaufen, macht mehr Schaden auf Creeps und so weiter. Aber wir sind am Anfang auf der Lane. Wir sind am Anfang ja gar nicht im Jungle, von daher brauchen wir dieses Item nicht unbedingt. So, haben einen Jungle, einen Narcot in der Mitte, einen Alistar. Und irgendwie eventuell noch zwei Leute auf der Top-Lane. Ich hoffe, der dreht noch ab. Ich ping mal auf die Bot-Lane. Dass er mich hier alleine farmen lässt, das wäre sehr, sehr schön. Dankeschön. Wunderbar geklappt. Ich mache mal kurz den Vogel. Weil ich hier noch keinen Laner sehe. Nehme ich kurz mal den Vogel weg. Da, oh, der Wukong auf der Top. Ein Wukong auf der Top, das ist sehr, sehr interessant. Habe ich noch nie gehabt. Also gegen Xeniel. Der hat auch schon einen Red Buff gemacht. Hm. Das wird ein interessantes Matchup gegen Wukong. Noch nie gemacht. Asiatischer Toplane Wukong. Ich bin gespannt. Unten wird schon gefightet fleißig. Alistar rumt damit runter. Sehen wir gerade auf der Minimap. Habt immer ein Auge auf die Minimap. Oh, zwei Leute top. Alles klar. Moin. Ich denke, das können wir aber mit Xeniel halten, ja. Das sollte nicht das größte Problem sein. Kaufen wir hier noch einen HP-Ring. Da war Violet. Okay, wir haben zwei auf der Top. Zwei auf der Botlane. Ein wenig durcheinander hier gerade. Aber ich denke, wir sollten es halten können, tatsächlich. Wir sollten da tatsächlich den Hold hinkriegen. Wir haben einen sehr, sehr guten Wave Clear. Mit Xeniel und ohne Creeps können sie nicht so viel anrichten. Zeige ich euch einmal jetzt, wie die Kombi geht. Schild aufladen. Der zweiten reinspringen. Schild explodieren lassen. Und da ist die Wave fast down. Später im Late Game macht ihr die Wave dann wirklich mit einem Hit weg. Eule ist gemacht worden. Die können wir aber auch gegen zwei Leute gar nicht contesten. Das versuchen wir auch gar nicht erst. Unser Ziel wird es sein, wir wollen einfach nur überleben. Und nicht sterben. Sobald wir sterben, sollte der Tower tot sein. Von daher überleben, überleben. Das wird das Wichtigste sein. Die haben gerade den Mini-Drake gelegt, die beiden. Und kommen jetzt wieder auf die Top-Lane. Machen wir die Wave weg. Die Violet ist irgendwie gerade miss. Ich lade schon mal mein Schild auf, damit ich gleich die Wave clearen kann. Da geht der Toro auf mich rauf. Nicht Alistar. Und da ist ein Gank vom Narcot, aber ich denke, der Toro wird rauskommen. Ich meine, das ist ein Toro. Der ist extrem tanky. Hab jetzt gleich mein Schild. Und der kommt nicht mehr raus. Der hat einen Teleport benutzt und tötet da den Narcot. Sehr, sehr schön gespielt. Sehr, sehr gut gemacht vom Toro. Wie gesagt, der ist sehr, sehr tanky. Sucht euch als Jungler Targets, die einfacher zu ganken sind. Zum Beispiel hier den Ryoma auf der Botlane oder die Violet. Ich weiß jetzt auch, wo die Violet ist. Die ist auf die Botlane runtergeroamt. Das Gute ist, gegen den Toro sollten wir gut unsere Ultimate einsetzen können. Da sie nicht unbedingt... Okay, da brauche ich gar nicht hin. Da er nicht unbedingt den Tower pushen kann. Ja. Das sollte nicht so einfach sein für den Guten. Wir brauchen noch 150 Gold. Also noch 10 Gold. Dann haben wir unser Jungle-Item und damit können wir extrem gut. Gut, das schaffen die. Muss ich nicht hingehen. Damit können wir extrem gut die Waves auspushen. Weiß nicht. Ich glaube, wir machen uns hier beide nicht viel Schaden. Da ist der Wukong. Ich kann aber, denke ich, raus. Oh, krieg hier sehr, sehr guten Schaden. Wenn der komme ich gar nicht mehr weg. Nee, komm gar nicht mehr weg. Ich dachte, ich wäre rausgekommen. Hab noch einen Kill bekommen. War okay. Meinen Jump hat er gerade so noch unterbrochen. Aber meine Toplane, mein Team meine ich, kommt jetzt auf die Toplane geroamt. Könnte eventuell hier den Wukong aufhalten? Das wird sehr knapp. Ja, den kriegen sie aufgehalten. Den Tower kriegen sie auch aufgehalten. Und ich gehe jetzt hier auf die Botlane zum Helfen. Ich sag meinem Team mal, die sollen den Tower pushen. Die haben mir gerade eine Wave oben. Ich helfe auf der Toplane, Botlane aus.
Sehr, sehr schön gemacht vom Joker an der Stelle. Ich helfe ihr aus und hoffe, dass mein Team wirklich die Botlane, die Toplane pusht. Haben sie leider nicht gemacht. Der Tor ist schon wieder da. Da ist die Mitte runtergeroamt. Alistar kommt auch. Kriegt dann noch die Ultimate drauf. Ich gebe nochmal ein Auto drauf. Hätte ich gar nicht gebraucht. Und eventuell können wir hier den Ryoma sogar diven. Ich weiß nicht, ob er noch da steht. Ist sogar noch da. Wollte mich hier sogar angreifen. Der sollte nicht mehr rauskommen. Und da ist er tot. Getötet durch unser Jungle-Item. Und ich helfe hier mit dem Tower aus. Und dann gehe ich einmal zurück. Und werde mich wieder auf die Top-Lane begeben. Da wir wirklich auf der Top-Lane... Okay, wir schauen mal für Frostmantel. Wir wollen erst die HP haben. Erst die HP. HP auf Zenia, sehr, sehr wichtig. Wir werden auf die Top-Lane und wir wollen farmen. Und wir wollen danach unserem Team mit der Ultimate zur Seite stehen. Und wirklich versuchen, diesen Toro aus der Lane zu drücken. Er kämpft da gerade gegen den Toro, aber ich denke, das wird er schaffen. Ich komme ihm zur Hilfe. Und sollte ihr sogar gerade noch rausgekommen. Sehr gut gemacht vom Toro. Push hier kurz mal ran. Der Leister hat ihn zwar gefangen, aber den kriegen wir nicht mehr tot. Der hat dann noch, glaube ich, einen Teleport gehabt. Ja, hat sogar einen Teleport mit. Und warten jetzt kurz. Da ist der Narcot an der Violet. Ich renne mal direkt hin und versuche da zu helfen. Haben ihn bekommen. Ich mache mal Ultimate auf Narcot drauf, damit er ein bisschen Heal hat und wieder ran kann. Okay, haben wir nicht continued. Haben jetzt aber hier den Narcot eventuell. Wukong. Okay, der Fight hier hat irgendwie nicht so viel gebracht, von daher gehen wir jetzt wieder auf die Top. Da ist der Toro. Brauchen uns gar nicht drum kümmern. Toro und ich können uns, denke ich, immer noch nicht gegenseitig töten. Ich werde wieder auf die Toplane gehen und da Druck machen. Hab jetzt keine Ultimate, von daher muss mein Team aufpassen. Darum ping ich mal auf zurück und hoffe, dass sie auch zurückgehen. Nee, es scheint so, als ob sie fighten. Ich bleibe aber trotzdem auf der Top. Mache immer meinen Bestrafen, damit ich diese Tower schnell gepusht kriege. Habe jetzt hier im Tower meine Creeps drin. Mitte fehlen alle Leute, muss aufpassen. Da kommt Toro, ich gehe raus. Und das ging gut. Haben ein wenig Tower-Schaden bekommen, ein wenig Tower-Schaden aufgeholt. Da ist der Wukong. Der kann man, denke ich, nicht mehr so viel gegen uns machen. Nee, der hat noch nicht so viel Crit-Items. Da sollten wir noch gut gegen ankommen. Und Toro roamt runter. Da ist der Wukong an dem... An dem Affen. Ich bin aber einfach hingegangen. Auto drauf gemacht und habe ich ihm geklaut. Sehr, sehr schön. Unser Team fightet da unten. Hat die Violet getötet. Ich push einfach weiter die Toplane. Das ist für mich gerade sehr, sehr wichtig, da ich Toplane mache. Hol mir die Geisterwache hier noch. Auch wenn wir gerade jetzt einen Kill bekommen haben. Also der Gegner einen Kill bekommen hat. Und das alles nicht so gut geklappt hat. So wie es sollte. Und wir hier engaged werden. War das doch okay, der Fight. Ja. Wir sind sehr, sehr tanky. Da kommt der Ball. Ich muss vor diesem Ball weg. Rennt vor dem Ball weg, Leute. Wirklich. Komm noch raus, glaube ich. Da ist Ryoma. Ich gebe dem Narcot mal hier den Heal drauf. Gut, er kommt auch vor dem Ball weg. Sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir hier aufpassen, weil den Tower lange zu verteidigen, es wird echt schwierig. Darum stehe ich hier gerade so und versuche wirklich diese Creeps wegzuhalten vom Tower. Ohne Creeps können sie den Tower nämlich nicht machen. Darum bin ich vorgegangen. Ich habe Schaden getankt, um wirklich diesen Tower zu machen. Jetzt zone ich hier. Ich zone einfach nur. Ich möchte gar nicht unbedingt die töten. Ich möchte nur zonen, damit dieser AP-Carry nicht mit in den Fight kann. Habe ich versucht, den einfach nur wegzudrücken. Ich wollte gar nicht mehr machen. Oh, die Kugel trifft mich. Tut mir leid. Oh, Joker springt da rein mit der Ultimate. Endure. Haben wir aber trotzdem. Sehr nice. Sollte auch sterben. Sehr, sehr gut. Gut gemacht bisher vom Team. Währenddessen haben wir unten einen Tower verloren, aber dafür können wir oben noch einen nehmen. Ich denke, den hier sollten wir auch noch bekommen. Haben wir den ADC dabei. Ich denke mal so ein wenig. Der Tower kriegt es verteidigt. Kriegen wir nicht. Ich gehe zurück in die Base. Um mein Leben aufzufüllen. Ich hoffe, der macht hier keinen Stun rein. Komme ich noch zurück? Nee, ich komme leider nicht zurück. Ich wollte zurück in die Base und direkt wieder mit der Ultimate hinspringen, wenn ich wieder Full Life habe. Haben wir gar nicht gebraucht. Nehmen wir auch so mit. Und wirklich, was bei diesem Helden wirklich wichtig ist, Leute, versucht die Ultimate gut zu lernen. Ich weiß, es kann super verwirrend sein, immer hier diese Targets zu haben und auf einmal bist du weg. Das müsst ihr wirklich, wirklich trainieren, Leute. Das ist sehr wichtig. Narcot farmt da. Ich kann jetzt mit der Ultimate überall hingehen. Von daher renne ich einfach mal hier runter.
Und werde den Drachen anfangen. Könnte eigentlich relativ gut machen mit Zaniel den Drachen. Da wird engaged. Vielleicht muss ich da helfen gehen. Schauen wir mal. Ja, ich gehe helfen. Auf den Leister drauf. Kriegen wir auch noch hin. Und machen da einen richtig guten Burst auf die Weile drauf. Und da sind beide tot. Ihr seht, auf Low HP Targets, wie eine Violet oder so, macht ihr mit Zaniel, ihr seid ein Full Tank, ja. Ihr macht aber trotzdem so extrem Schaden. Auf Ryoma sollten wir eigentlich auch gut draufbürsten, da ist der Wukong irgendwo gewesen. Ist schon drin, aber da kann ich nicht mehr helfen. Ihr macht extrem viel Schaden, Leute. Ihr könnt locker mal auf die Backline raufspringen vom Gegner, wenn ihr gerade nicht zone müsst. Und da versuchen, diesen ADC zu one-shotten. Also ein richtiger One-Shot wird nicht hingehen, denke ich. Aber ich denke, so fast ein One-Shot, ich laufe mal... Okay, ich habe versucht, hinter ihr zu laufen. Aber so ein fast One-Shot, ihr seht, der Ryoma kann nichts gegen mich machen. Ich bin extrem tanky und mache dem trotzdem noch so viel Schaden. Keine Chance. Ja? Da musste ich gar nicht mal bestrafen oder sowas einsetzen. Kein Problem für uns. Schauen wir mal, ob jemand runterkommt. Ja, da ist der Wukong, aber ich denke, den sollten wir auch fighten können. Oh, nee, können wir doch nicht. Denn da kommt noch die Liliana. Ich renne, ich renne. Ich habe gleich wieder meinen Jump up. Hab Schild drauf. Mein Schild hat mich gerettet. Und jetzt renne ich in die Base. Ich renne, ich renne. Ich habe noch nicht genug Rüstung für den Wukong, aber da kommt der Joker. Hit auf den Wukong. Kriegt aber die Liliana tot. War okay. War okay. Ich denke, er wollte den Wukong haben. Hat dafür die Liliana bekommen. Machen wir. Mein Team ist jetzt alles auf der Botlane. Ja, drei Leute auf der Botlane. Von daher renne ich mal auf die Toplane. Da ich jederzeit beim Team dazukommen kann, der ist tot, da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin. Kann aber eventuell dem Joker noch helfen. Oder hier. Ja, ich muss da hin. Da kommt nämlich der Wukong. Kann den Nakrod noch hochhielen. Ich habe den Nakrod noch gerettet. Gehe hinter dem Wukong hinterher. Der ist tot. Gehe hier auf den Ryoma. Einfach an Ryoma ransticken. Dann ist auch tot. Und da ist Toro. Flasht raus. Sollte aber auch sterben. Ich komme, den haben wir jetzt. Der ist so oft entkommen. Jetzt bin ich greedy und will diesen Toro haben. Der ist so oft entkommen. Da gehe ich einfach mal in den Tower hinterher. Mit der HP, die wir mittlerweile haben. Wir haben jetzt mittlerweile schon 10.000 HP. Mit drei fertigen Items 10.000 HP. Von daher ist gar kein Problem, Leute. Was ihr sehr gut machen könnt, ihr nehmt ihr eigentlich immer. Außer ihr seid ein Support, Zaniel, das kann man auch spielen. Nehmt ihr eigentlich immer Bestrafen mit auf der Toplane. Für den Wave Clear von dem Jungle Item, dem ersten. Nehmt ihr einfach immer Bestrafen mit. Ihr könnt auch sehr gut in den Gegner Jungle nehmen. In den Gegner Jungle gehen und wirklich einfach mal Creeps klauen, ja. Ich muss mal schauen, ob ich den Joker helfen muss. Joker, Ultimate kommt. Ultimate trifft. Und jetzt sind wir aber... Joker. Doch, schaffen wir. Komm, wir gehen rein. Zack. Ist auch noch tot. Kriegen wir ihn. Da ist einfach unser extremer Schaden. Da ist die Violet. Hat den Tamil schon raus. Spring auf die Violet. Kriegt einen Stun. Kriegt die Ultimate von Alistar und ist auch tot. Sehr, sehr gut. Passt auf. Joker hat geschrieben in den Chat. Habt ihr gelesen. Zaniel Ultimate hat er geschrieben. Darum habe ich gesehen, okay, der Joker will anscheinend bald ein Ultimate haben oder braucht bald eine. Ich habe mich ein wenig konzentriert. Was braucht der Joker? Braucht er wirklich ein Ultimate? Habe immer mal zu ihm hingeschaut, habe gesehen, okay, der braucht wirklich ein Ultimate, der gute Boy. Da engaged wird und habe dann meine Ultimate draufgedrückt. Und das hat wirklich geholfen. Boah, ihr seht den Schaden. Ja, ihr seid ein Full Tank und macht extrem viel Damage. Das ist hart. Ne? Meiner Meinung nach einer der besten Top-Laner, Solo-Laner, die es gibt. Das sollte das Game sein. GG, Leute. Das war das Game. Schöne Sache. GG. Sehr, sehr gut gespielt, meine lieben Leute. Wir gehen jetzt gleich noch einmal über die Items drüber. Und zeige euch den Schaden. Erstmal alle einen Daumen. Schön gespielt, Leute. GG. Schön gemacht. Das sind die Items. Seht ihr hier. Haben sehr, sehr dominiert das Spiel, muss ich sagen. Und das sind die Details. Ihr seht, sehr viel Schaden rausgedrückt als Full Tank. Haben wir fast so viel Schaden wie der Joker. Sind der zweite im Schaden allgemein. Im Gesamtschaden, ja, haben wir nur 0,1% weniger als der Joker. Also ihr macht extrem viel Damage, Leute. Ja, das war's. GG auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world